Hochzeit der Menschheit. Das Weltgesetz der Drei. Oder Entstehen, Sein, Vergehen. In Ursprache, Urschrift, Urglaube aus den Rannen geschöpft. Von Rudolf John Gores Leben meiner Frau Elisabeth. Zu geeignet. Mit windstarren Segeln zur seligen Thule hin bläst uns Erkenntnis befrachtet dies Buch, wo dreifach der eine Gott spendet vom Stuhle dem Reinen die Sohnschaft, dem Dunkeln den Fluch. Um Sonne und Schatten nur dreht sich die Erde, um Licht und um Dunkel nur schwelt aller Streit, das heller der Geist und der Menschenleib werde, hab, Frau, dir Blonden, dies Werk ich geweiht. R.J.G. Geboren, 16.03.1883, gestorben, 23.08.1930. Als Rudolf John Gores Leben diese Zeilen niederschrieb, hatte er einige Monate vorher auf einer schlichten Postkarte kurz angefragt, ob mein Verlag Interesse für ein grundlegendes Rannenwerk habe, das zugleich die kulturellen und religiösen Fragen einer Lösung nahebringe. Der bejahenden Antwort schloss sich bald ein Besuch in Dinkelsbühl an, wo ich sein Werk und in Gores Leben einen Menschen von einer solchen Tiefe und Weite der Gedanken kennenlernte, dass ich mich zum Verlag seines in den letzten 20 Jahren erarbeiteten Buches entschloss. Mehr als ein Jahr ist seitdem verflossen, und während dieser Zeit hat Gores Leben sein Herzblut daran gewandt, die letzte Hand an sein Lebenswerk zu legen. Seit dem Krieg litt Gores Leben an einem Herzübel, aber sein Geist schien völlig Herr seines Körpers zu sein. Unermüdlich ergänzte und verbesserte er, bis der letzte Bogendruck fertig abgesandt war. Und dann stand sein Herz plötzlich still, ob aus Überanstrengung oder aus Freude an dem vollendeten Werke. Wer Gores Leben kennengelernt hat, weiß, dass ein besonderer Mensch von uns gegangen ist, um den wir trauern, dem wir aber für das Denkmal, das er sich selber mit dem vorliegenden Werke gesetzt hat, das er aber in seiner äußeren Vollendung nie hat schauen dürfen, aus tiefstem Herzen danken. Dr. Hermann von Hasse. IFMA. Köhler und Amel an GmbH. Vorwort. Wenn du was recht verborgen halten willst, so musst du's nur vernünftig sagen. Goethe. Es ist klar, um ein Grieche zu sein, musste man zu seiner Zeit den Geist seines Landes und Volkes kennenlernen, musste man der Götter und Helden Geschicke wissen, die in der Vorzeit lebten, musste man die alte Sprache Homers sich aneignen und zu sprechen suchen. Das gilt selbst und beinahe noch in erhöhtem Maße für jeden Fremden, der nicht hineingeboren ist in dieses Volk der Griechen, das es heute gar nicht mehr gibt, weil sein Blut längst versunken ist. Als Fremde suchten sich die Humanisten in das alte Griechentum einzuleben, ohne zu wissen und zu ahnen, dass dieses Griechentum doch nur ein Spross war des großen gemeinsamen Urstammes der Arier, dass die Blüte dieses Landes einst nordisch war, blauäugig und blond. Nietzsche hat das Griechentum als erster mit ungedrücktem Blicke und ohne philologische Katheter Voraussetzungen unmittelbar griechisch erfasst, und wo ihm noch Unklarheiten blieben, traf sein Gefühl mit Unfehlbarkeit das Rechte. Das Land der Griechen mit der Seele suchen, heißt also für den Deutschen nach unserer Erkenntnis, sein Selbst, sein eigenstes Unbewusst im vergangenen Griechenland suchen, denn auf anderes, das heißt wirklich Fremdes hätte sich unsere Sehnsucht niemals richten können, wäre nie und nimmer solch einer Täuschung oder Irreführung verfallen. Müsste aus dieser Erkenntnis und Tatsache nicht für jeden Deutschen die zwingende Folgerung erstehen, das Ursprungsland der Griechen im arischen Norden zu suchen, im Land Apollos, des Gottes Pol, des Hyperboreas in der Nähe des Pols, zumal es doch die eigene Urheimat ist, sein Heimatland und dazu. 18 Vorwort. Die Wiege der arischen Rasse. Sollte da es nicht wichtiger werden, an unseren Schulen und Universitäten, um wirkliches Griechentum aus eigener innerster Verwandtschaft heraus zu begreifen und verstehen zu lernen, erst sich in die gemeinsame arisch-nordische Vergangenheit zu versenken, in unsere alten germanischen Sprachen, in unsere alte Religion, die noch die Urreligion heute ist, und in die Edda mindestens so sehr wie in den Homer. Die Grundlage jeder Erziehung muss die Förderung des Einzelnen zu einem ganzen Menschen und Volksgenossen sein und der durch die Erziehung aller zu einer folglichen Gesamtheit. Bilden und Erziehen heißt, einem jungen Menschen die Hilfen an die Hand zu geben, dass er im Leben zu einer seinen angeborenen Fähigkeiten und Anlagen entsprechenden Wirkung kommt. Für die Vortrefflichkeit des Erworbenen ist das Maß entscheidend, wie er das Erworbene zu seinem eigenen Wohle und dem der Gesamtheit verwenden und ausbereiten kann. Kommentar. Hervorheben User 30.12.2015 6:08:58 AM leer, nur das was unser eigenstes ist, kann uns von Nutzen werden. Unsere eigene Vergangenheit in Geschichte, Religion, Sprache, Kunst und Kultur muss der hauptsächlichste Gegenstand des Unterrichts sein. Es wird niemand dadurch reicher, dass er beim Nachbarn leiht. Es kommt kein Mensch um seine Herkunft herum, und wer aus ihr und ihren Wurzeln keine Kraft und Nahrung holt, wird ewig ein geistiger Proletarier bleiben. Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wo er steht, noch weniger, wohin er geht. Die Bildungsgrundlagen müssen einheitlich dem Volke geboten werden. Die Zerrissenheit unserer Gegenwart ist aus dem Grund verschiedenen Bildungsunterlagen der einzelnen Stände erwachsen, die keine gesellschaftliche Überbrückung gestatten. Nur gemeinsames Wissen, gemeinsames Erkennen schafft eine Volkseinheit. Einheitliche Weltanschauung und Gottanschauung ist es, was dem Deutschen fehlt zu einem Leben voll Kraft, Wohlfahrt und Einheit. Die Unterschiedlichkeit der Natur und der Begabungen sorgt schon von selbst für die Abstufung der sozialen und geistigen Schichten. Aus diesen Grundlinien ergibt sich der Aufriss für den kommenden Lebensstundenplan von selbst.
sollen wir darum, weil wir nun zur Heimat schreiten wollen, alles für nichts achten, was uns Griechenland, Asien und Rom gegeben haben und uns noch geben können. Nein, keineswegs, aber wir müssen unsere eigene Vergangenheit, die Kultur, die Religion, die Kunst und die Sprache unserer Vorfahren kennenlernen und darin besser Bescheid wissen als in ferneren und fremderen Dingen. Und wäre unser eigenes Herkommen noch so ärmlich und unbedeutend, was es aber gar nicht ist, denn unsere Heimat und unsere Rasse sind der Schoss aller Kultur, wir müssten sie schon lieben und den Fremden vorziehen, weil es unser eigenstes ist. Und solange wir nicht den Willen zu solchem Mut der Seele und des Blutes aufbringen, der uns erst wahrhaftig adelt, zum adeligsten Volk der Erde machen würde, so. Vorwort XIX. Lange bleiben wir Emporkömmlinge in unseren eigenen und den Augen der anderen. Wir können alle nur einen Weg machen, zu uns zurück. Wir treten aus der Tür unseres Vaterhauses und glauben nun eine unendliche Straße geradeaus zu gehen. Tatsächlich beschreiben wir nur einen größeren oder kleineren Kreis auf unserer Wanderung, je nach unseren Anlagen und Fähigkeiten, und kehren ohne selbst zu wollen eines Tages zu unserem Ausgangspunkt zurück. Wir sind fremd geworden in unserer Welt und das kommt einzig und allein daher, weil wir über unser eigenstes, unsere Herkunft, unser besonderes Wesen nichts mehr wissen, weil wir unseres Lebens Strombett seit rund 1000 Jahren, ja noch länger, nicht mehr aus eigenen geistigen und körperlichen Quellen gespeist haben und es darum versiegen musste, wie ein Strom, dem man den Oberlauf abfängt, ableitet. Heimkehr, Einkehr heißt darum die Losung. Meister sein, unwidersprochener Meister in unserem eigenen, das ist die Forderung. Diese Arbeit will zu ihrem Teile helfen, einen Rückblick auf unser Eigentum und unsere Eigentümlichkeit zu geben. Damit ist die Stellung gekennzeichnet, die wir Menschen von heute, wir Nachfahren, der Edda und ihren Überlieferungen gegenüber einnehmen müssen. Jedem von uns, der noch Erkenntnisdrang besitzt, Heimweh nach seinem Besten, muss es heilige Pflicht sein, sich mit Ernst und Andacht in die Gedankenwelt seiner Vorfahren, die nach dem Gesetze des Lebens notgedrungen auch seine Gedankenwelt ist, einzuleben. Dann gehen auch die zwei Verzeiler des Sehers Michel Nostradamus in Erfüllung, wie schon ein gutes Handel seiner Weissagungen, die er mit dem Jahre 1555 beginnen ließ. In Deutschland werden verschiedene Gruppen entstehen, die sich dem glücklichen Heldentum nähern, zu dieser Zeit wird der bedrängte Staat die Steuerlast bis auf den Zehnten erhöhen. Eine neue religiöse Bewegung wird glänzen, die Gold, Ehren, Reichtümer und den Tod verachtet. Sie wird über die deutschen Berge hinausgehen, Unterstützung, Druckmittel und Gefolgschaft weiterhin finden. Das Urwort selbst wird die Substanz bewegen, die Himmel, Erd umgreift. Okkultes Gold mystischer Milch entquillt. Leib, Seele, Geist spüren der Allmacht Segen, die auf der Erden gleich, wie in den Himmeln gilt. Die Bewegung wird wie ein reißender Bergbach über uns kommen und die Menschheit mit Grauen und Begeisterung erfüllen. Sie wird tief eingreifend die Entwicklung der Zukunft entscheidend bestimmen. 20 Vorwort. Die in diesem Werke niedergelegten Gedanken sind das Ergebnis einer mehr als 20-jährigen Beschäftigung mit den Grundfragen des Lebens, nämlich Rasse und Religion, in denen sich das körperliche und geistige Leben der Menschheit entscheidend auswirkt. Es schien mir, als ob in der üblichen Weltbetrachtung diese beiden Grundteile fast ganz ausgeschaltet worden wären, vor allem aber die Vergangenheit jener Rasse, die seit ihr die Führung auf Erden hatte. Die Edda trat verhältnismäßig spät in meinen Gesichtskreis, weil unsere Schulen bis vor kurzem überhaupt ihrer keine Erwähnung taten. Der Vorzeitluft und Urgeist atmende Inhalt, den ich hinter dem Wortlaut unzureichender Übersetzungen erahnte, ließ in mir den brennenden Wunsch erstehen, den Urtext selber kennenzulernen, und ich begann, ohne fachkundige Vorbereitung, das geheimnisvolle Werk mir selbst aus dem Altnordischen ins Deutsche zu übertragen. Kommentar. Hervorheben User 30.12.2015 6.17 und 12 Sekunden AM leer, ich las und arbeitete mich mit großer Leichtigkeit in dieser dem Deutschen so nahe und tief wesensverwandte Sprache ein und erkannte bald, dass das Alter dieser Sprache, gekennzeichnet durch ihre Eigenschaft der Zweisage, ja der Drei- und Viersage, die Edda mit ihrem Überlieferungswert an Vorzeiterinnerungen mit an die erste Stelle setzte neben den Veden, den Majusschriften, dem Buche Zyan und neben einzelnen Stellen des Alten Testamentes. Ich wusste aber auch, dass die Zeit für mich noch nicht gekommen war, diesen Text mit seinen verschiedenen Lesarten jetzt schon zu bewältigen. Ich begnügte mich, einer Übersetzung des augenscheinlichen Wortlauts zu geben, wie alle meine Vorgänger, nur mit dem Unterschiede, dass ich versuchte, eine lesbare Übersetzung zu schaffen, ohne philologisches Beiwerk, das nach meiner Erfahrung ohne Kenntnis der Geheimsprache der Edda unzulänglich, ja oft irreführend sein musste. Ich verkenne nicht den Fleiß zweier gelehrten Geschlechter seit Grimm, die sich der Edda gewidmet haben, aber ihre Anstrengungen waren zu einem großen Teil vergeblich, weil sie das kosmische Aus- und Inmaß der Edda mit philologischen Ellen messen wollten und damit zu kurz maßen. Ich erwähne die Edda in diesem Zusammenhang mit solchem Nachdruck, weil sie mir die Grundlage gegeben hat zu den Anschauungen, die ich in diesem Buche versuche einem größeren Kreise zu vermitteln. Sie ist Weg und Ziel eines jeden, der die kürzeste Verbindung, seine seelisch-geistige gerade zwischen Vergangenheit und Zukunft herstellen will. Der sieht wenig, der nur den kleinen Umkreis seiner Gegenwart überschaut. Er gleicht einem müden Pferde, das ein bescheidenes Kinderkarussell auf lärmendem Jahrmarkt des Lebens im engsten Kreise dreht. Noch alle Forscher um die Vergangenheit unserer Rasse waren befangen in dem Irrtum ihres Aufgangs aus dem Osten, dem angeblichen Ort aller Menschheitsentwicklung. Niemand noch wagte den Schluss aus der Überlegenheit des heutigen Nordens, und darum auch seiner. Vorwort 21. Bewohner in alten Zeiten, die Herkunft aller Kultur aus dem Lande der Hyperborea herzuleiten, obwohl niemals der Faden dieser Überlieferungen ganz abgerissen war. Schon immer standen einige große Grundsätze fest, mit deren Kenntnis man erst Menschengeschichte zu schreiben vermag, und die hier in kurzer Fassung stehen sollen.
Erstens, der Wertmesser der Kultur, das heißt, der Urkulthöhe einer Rasse, eines Volkes ist nicht der Stand seiner Zivilisation, das heißt seiner äußeren, mehr technischen Vollkommenheiten, die gewisse händlerisch-schmarotzerische Blütezeiten verschulden, sondern die Beachtung geistig-leiblich-seelischer Werte, die bewusste Verantwortung des Einzelnen für die Gesamtheit durch Pflege von Rasse und Religion, also zur Herbeiführung von leiblicher und geistiger Wohlfahrt. Rasse und Religion sind in ihrer jeweiligen Bindung keine Zufälligkeit, sondern sie bedingen sich gegenseitig. Zweite, Kommentar. Hervorheben User 30.12.2015 6.22 Uhr und eine Sekunde AM leer, je höher eine Rasse steht, desto höher steht auch ihre Weltanschauung. Rassenzersetzung infolge von unglücklicher Rassenvermischung zersetzt und verwirrt auch Religion und Weltanschauung. Gleiches kann nur von Gleichem verstanden werden. Wir leben mitten in einem rassischen und religiösen Zerfall, ein Vorgang, der den wachen Zeitgenossen ein düster stimmendes Anschauungsmittel an die Hand gibt. Dritte, aller Kulturen auf der Erde standen schon im Verfall, als sie in unseren geschichtlichen Blickkreis kamen, so hoch auch manche von ihnen im Vergleich mit unserer verflachenden Zivilisationswelle der letzten Jahrhunderte einzuschätzen sind. Sie zehrten all noch von dem Erbgut einer mehrtausendjährigen Menschenhochzucht, das allmählich sich erschöpfte. Viertens, die Erdgeschichte erkennt den Ausstrahlungsherd einer letzten großen, echten Urkultur in der etwa um 9000 vor Christus untergegangenen Insel Atlantis, dem Rest eines allmählich im Atlantischen Meere versunkenen Erdteils. Die Reste dieser Kulturrasse, hauptsächlich nur noch in ihren Kolonien vertreten, von denen jetzt nur das alte Ägypten und das alte Mexiko genannt werden sollen, bewirkten in den folgenden Jahrtausenden vor unserer Zeitrechnung eine Aufzucht der Unterrassen auf der ganzen Erde durch die Beimischung ihres edleren, kulturfähigen Blutes. Als Beispiele seien außerdem erwähnt das frühe arische Indien und die altamerikanischen Reiche, die zeitlich vor denen der Inkas und Azteken lagen. Wir leben noch heute mitten in diesem Mischungs- und Zersetzungsprozess, ohne ein Ziel und ohne die Absicht eines Abschlusses oder einer Neu- und Wiederhochzucht der höheren Menschheit. Fünftens, eine unübersehbare Fülle von Urschriftzeichen, die zum größten Teile dem sogenannten nordischen Runenfutag angehören, das noch 22 Vorwort. Bis in die Neuzeit in germanischen Ländern in Gebrauch blieb, finden sich verstreut über den größten Teil der Erde aus Zeiten, die wir der älteren Steinkultur zu sprechen in der Meinung, dass damit die älteste menschliche Kultur geschichtlich gekennzeichnet sei. Man vergisst dabei, dass es vor der Steinzeit eine Holzzeit gegeben hat, die heute noch nicht erloschen ist, laufen doch Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit immer noch nebeneinander her bis in unsere Gegenwart. Wenn wir die älteste Steinzeit auf ungefähr 10.000 Jahre rückwärts viel zu kurz schätzen, entfallen alle auf Holz geritzten Schriftzeichen aus noch älterer Zeit unserer Beobachtung und Festlegung. Der Schluss ist also berechtigt, dass die Rannenschrift noch viel älter ist als unsere frühesten Funde gestatten anzunehmen. Rannen und rannenähnliche Kennzeichen, die ältesten Zeugnisse und Voraussetzungen menschlicher geistiger Kultur, finden sich nur im Zusammenhang mit Resten der nordischen arischen Rasse vor. Die Erstgeburt also des arischen Menschen ist damit gegeben. Sechstens, diese Rannen- und Sinnbildzeichen stehen in einem unbestreitbaren Zusammenhang mit ausgedehnten astronomischen Kenntnissen, die in der Frühzeit der Menschheit aus der Erfahrung der astrologischen Zusammenhänge von selbst erwuchsen. Früher schon, zur Zeit der ältesten nachweisbaren Verwendung, künden diese Zeichen schon den Sonnensohn an, das heißt die Geburt des jungen Gottes, der Sonne, jährlich aus der himmlischen Jungfrau, der unbefleckten Mutter Natur. Damit erweisen alle Religionen der Erde, einschließlich der christlichen Konfessionen, sich als Erben eines alten religiösen Gleichnisgutes, das sie schon bei ihrer Übernahme nicht mehr recht verstanden haben. Siebtens, immer wenn der Frühlingspunkt im großen Sonnenjahr mit der ständigen Verschiebung der Ekliptik in ein neues Zeichen tritt, was ungefähr alle 2100 Jahre geschieht, ändert sich das Sinnbild des kosmischen Leiters dieses Zeitalters. Wir erkennen hier noch die Kulte des Stieres, des Widders und der Fische, Christus. Die Menschen der Gegenwart verlassen gerade das Zeitalter der Fische, des Christus, um in einigen Jahrzehnten nun unter die Herrschaft des Wassermanns zu treten, der das neue Zeitalter von 2100 Jahren einleitet. Die Anweisung zu diesen Kultänderungen im Ablauf der heiligen Tierkreisreihe erfolgte in früheren Zeitaltern von der Atlantis. Achtens, von der Atlantis gingen vier Kulturströme nach den vier Hauptrichtungen der Windrose, ein nördlicher nach dem nordwestlichen Europa, dessen Hauptland heute unter dem Spiegel der Nord- und Ostsee liegt, aber auch noch Mitteleuropa überzog und eine Brücke nach Asien baute, die spätere Wandergruppen auf ihren Zügen nach Nordostasien benutzten. Einen südlichen, der die untergegangene Südatlantis befruchtete und das ganze westliche Afrika. Einen westlichen, der die Vorwort 23 beiden Amerika besiedelte. Und einen östlichen, der über Spanien, Tartessos, und über den Atlas, eine Kolonie der Atlantis, längs bei den Ufern des Mittelmeeres, dem südlichen und nördlichen, sich ausbreitete und über die Meerenge zwischen Europa und Asien und die Landenge zwischen Afrika und Asien durch Südasien fortdrang bis zum äußersten Osten, und von hier aus auch die Südsee bevölkerte, wie die atlantischen Riesendenkmäler auf der Osterinsel durch den glücklichen Zufall ihrer Erhaltung erweisen. Neuntens, die Atlantis-Kultur selbst hat zur Voraussetzung die Tatsache der Entstehung alles Lebens, so auch des Menschen in den Ländern um den nördlichen Pol, wo die, wie die Erdgeschichte zeigt, in frühen Zeiten der Erdentwicklung ein nahezu tropisches Klima hatten, die Vorbedingung also für das Werden und Gedeihen auch des Menschen unter naturgegebenen Verhältnissen. Die allmählich einsetzende Erkaltung der Polarländer zwang die Menschen nach Süden, wo sie auf der Atlantis das nachpolare Paradies schufen, das heißt einen Zustand hoher Glückseligkeit erreichten durch ein Leben in göttlicher Vernunft.
Zehntens, die Atlanter waren in der Reihe der Entwicklung der Menschheit nach Haupt- oder Wurzelrassen die vierte und die Schöpfer der nach ihnen benannten atlantischen Kultur, deren Reste die gewaltigen Erdbauten sind, die sich in allen Erdteilen finden. Ihre Haupteigenschaft war die hochentwickelte technische Kultur, die sich aber vielmehr auf die Kenntnis der magischen Kräfte im Menschen stützte im Gegensatz zu unserer heutigen technischen Zivilisation, die die Beherrschung der Umwelt durch mechanische Kräfte versucht. Elftens, ihre Erben waren die fünfte Haupt- oder Wurzelrasse der Arier, die den Untergang des Festlandes der Atlantis nicht mehr erlebten, aber aus den Resten des atlantisch überlieferten den neuen arischen Kulturkreis aufbauten unter Hinzugabe der ihr eigenen schöpferischen Kräfte. Zwölftens, die verkommenden und zurückgebliebenen Reste der dritten und vierten Wurzelrasse, die zweite und erste war schon längst einschneidenden Veränderungen der Erdoberfläche gewichen, bildeten den Grundbestand der nektarischen Menschheit auf der Erde. Die arische Wurzelrasse hatte den höchst entwickelten Menschen in bewusster Zucht unter göttlicher Leitung gestaltet. Er führte ein 4000-jähriges Friedensreich auf Erden ein, das in den Nachrichten vom goldenen Zeitalter nie ganz aus dem Gedächtnis der Menschen entschwunden war und über das die Edda und viele andere Menschheitsurkunden dem Fragenden berichten. Das goldene Zeitalter ist so genannt, weil der Arier seinen Namen vom Golde hat, vom Sonnengolde des A, des Agas, des Sinnbildes der Sonne. A und seine Umkehrung bedeutet aber in allen Sprachen der Erde und hunderten von Abwandlungen Sonne, Licht und in übertragenem Sinne Gott. Die Arier sind also die Sonnensöhne oder 24 Vorwort. Göttersöhne und ihr Kultus war im Wesentlichen ein Lichtkultus, nicht als eine stoffliche Feueranbeterei, sondern im Bewusstsein geistiger Verinnerlichung, dass alle göttlichen und geistigen Kräfte im Lichte ihre sichtbare Ausstrahlung erfahren. Diese 12 Grundgedanken sind nicht neu. Sie wurden aufgenommen von vielen schöpferischen Geistern und mit mehr und weniger Glück überzeugend vorgetragen. Mit großem Fleiße und einem scharfen Schlussvermögen hat ein begabter Gelehrter neuerdings, Hermann Wirth, diese Zusammenhänge auf eine neue wissenschaftliche Grundlage gebracht in seinem umfassenden Werke Aufgang der Menschheit. Seine Behauptungen und Beweisführungen decken sich im Wesentlichen mit dem, was die arisch-rassische Weltbetrachtung von jeher ihren Vertretern vermittelt hat, die Erkenntnis der Erstgeburt aller Gesittung und Kultur aus dem Norden. Besonders weist er die grundlegende Bedeutung der Rannen als der Urschriftzeichen der Ursprache für die Menschheitsentwicklung nach. Dass er dabei zunächst den rein äußerlichen Weg beschreitet einer Erklärung der Rannen hauptsächlich als Schrift und Kennzeichen des Jahreslaufes unter Vermeidung jeder geheimen oder magischen Bewertung dieser Urmachtzeichen, beeinträchtigt den Wert seiner Arbeit nicht, macht sie vielleicht geeigneter zum Verständnis und zur Aufnahme durch die gelehrten und gebildeten Laienkreise, die bislang sich von diesen weltstürzenden Entdeckungen misstrauisch oder gleichgültig fernhielten. Der Inhalt meiner vorliegenden Arbeit war bereits im Druck, als ich das Buch Wirths zur Hand bekam. Diese Feststellung ist darum wichtig, weil durch die unbestreitbaren Übereinstimmungen in beiden Arbeiten im Wesentlichen, bei vollständiger Unabhängigkeit voneinander, der Beweis der Richtigkeit der Darlegungen vor aller Augen liegt. Die Gerechtigkeit und die wissenschaftliche Wahrheit verlangen aber, zu erklären, dass sowohl die Erkenntnisse Wirths als auch die in dieser Arbeit niedergelegten, so notwendig eine neue Fassung und Formung wohl war, nicht neu sind, dass sie vielmehr in der vielverleumdeten und vielberufenen Geheimlehre seit jeher vertreten wurden, nämlich die atlantische Herkunft unserer gesamten europäischen, amerikanischen, afrikanischen und asiatischen Kulturen. Seit Platons Bericht über die Atlantis war der Faden der Überlieferungen keineswegs abgerissen, sondern auch die Reise des Kolumbus stützte sich auf das Geheimwissen um die Atlantis und das Festland hinter ihr. Sein Entschluss wurde vielleicht sogar durch persönliche Erkundigungen in Irland und Island gefördert, wo man schon immer noch die Verbindung mit dem amerikanischen Festland aufrechterhielt, ja Kolonien hatte. Diese Verbindung war ein wohlgehütetes Erbe der alten Atlantischen. Vorwort 25. Beziehungen, wenn auch die weltliche und kirchliche Gelehrsamkeit des Mittelalters nichts davon wusste oder verriet. Man glaube doch nicht, dass solche Tatsachen aus dem Gedächtnis der Völker spurlos verschwinden, trotz des künstlich geförderten starren Blickes nach Osten, wohin die Fälschung aller Menschheitsgeschichte verlegte. Die Hauptquellen sind die baskischen, irischen, schottischen, keltischen Überlieferungen, Sagen und Mythen, die kaum noch die Aufmerksamkeit der Geschichtswissenschaft gefunden haben. Mögen die Zünftigen in meiner Arbeit Einzelheiten herausgreifen und sie zerpflücken, mit mehr oder weniger Berechtigung, den großen Plan, den Grund- und Hauptgedanken werden sie nicht erschüttern können mit ihren Mitteln, denn der treibt als eine unbezwingbare Macht schon mitten in den geistigen Strömungen einer neu heraufkommenden Zeit, die ein neues Geschlecht gebiert mit schöpferischen Anstößen und Antrieben. Ich habe den Schritt getan. Die Arbeit will den Boden vorbereiten für die kommende arische Weltanschauung und Lebensgestaltung aus gleichzeitig uraltem und urneuem Geistes- und Kulturerbe zum Wohle nicht einer Menschheit unter der nebelhaften Erscheinung eines Bildes mit der Unterschrift, wie haben wir es doch so herrlich weit gebracht, sondern einer Menschheit, die sich wieder gegenseitig verantwortlich fühlt und sich doch unterschieden findet nach einem unabänderlichen kosmischen Plane. Was ich in den 20 Jahren in oft unterdruckigen Folgen meiner Zeitschriften unter großen Opfern angedeutet habe, verkündige ich jetzt laut und feierlich, allen vernehmlich, allen zunutze, die eines guten Willens sind. Der Zugang zum Allerheiligsten unserer Zeit der Kenntnis ist die Weihe der geheimen Inhalte der Edda, der Vedda und der Bibel in Verbindung mit vielen anderen Bruchstücken unverlierbarer Menschheitsurkunden, denen wir noch keineswegs entwachsen sind, weil wir erst anfangen, sie in ihrem rechten Sinne zu begreifen. Rückschau ist keine Rückkehr in Vergangenes, Überflossenes, sondern erschließt uns erst den Genuss der Gegenwart und das Glück einer sinnvollen Zukunft. Urschrift, Ursprache und Ursinn der Rannen waren verloren gegangen, und bevor der Mensch sie nicht wieder in ihren letzten Zusammenhängen erfasst hat, besitzt er keine Handhabe zu irgendeiner Vernunft- und herzbefriedigenden Erklärung des Sinnes und Zweckes seines vorübergehenden Hierseins auf der runden Erde.
und was zu guter Letzt wir galten, erweist aus Wille sich und Tat. Wir wechseln still nur die Gestalten, am Baum der Welt ein grünes Blatt. Rudolf John Gurs Leben.